Hallöchen, mein Name ist Blake und willkommen zurück zu einer kleinen Special-Folge. Und zwar, es ist eine wirklich dumme Idee. Ich habe es bei Corrupted gesehen. Er hat gesagt, ich bzw. andere können es auch mal ausprobieren. Und es ist einfach nur zu dumm und ich werde es trotzdem einfach mal ausprobieren. Hallo. Oh Mann. Fängt die Nacht bald an oder was ist hier los? Das ist ein komplett... Warte, ist das Mikrofon hier? Okay, Gott sei Dank. Okay, es hat angefangen. Hallo? Okay, das war die Kamera, schätze ich mal. Hallo? Ist da eine Tür? Ich glaube, jetzt bin ich rechts. Hä? Was mache ich hier? Oh, das ist so peinlich. Ich kriege auch nichts geschissen, oder? Ich glaube, Corrupted ist so ein großer Profi in diesem Spiel. Ich habe was gemacht. Ah, das war die Kamera. Mist. Nee, das ist Freddy, der uns gerade voll labert. Hallo? Ja, ich habe die Kamera geöffnet. Oh, ich habe mich jetzt schon erschreckt. Hallo? Ich krieg hier nichts ge... What the? Hä? Was ist denn da passiert? Versuch Nummer 2. Ich weiß nicht, von wem ich getötet wurde. Ich habe nur gemerkt, dass ich nichts geschissen bekommen habe. Ich habe noch nicht mal eine Tür oder ein Licht an oder sowas anbekommen. Der liebe Corrupted muss wohl echt ein Gefühl für dieses Spiel haben. Ich meine, ich habe die Nacht noch nicht mal mit offenen Augen geschafft. Wie soll ich die dann mit zuen Augen schaffen? Hallo? Es wäre schon mal ein Vorteil, wenn ich überhaupt eine Tür zubekommen würde. Hallo? Oh je, meine. Ah, ich habe eine Tür zubekommen und mein Wecker hat angefangen zu klingeln. Das war gruselig. Weiter geht's. Weiter geht's, würde ich sagen. Jetzt wird kleiner. Ja, besser. Okay, nach links. Wir müssen irgendwas zubekommen. What the? Was ist denn das? Nächster Versuch. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ey, ich habe gar kein Gefühl dafür. Ich habe das Spiel schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Weil ich die 5. Nacht auch nach 2 Stunden Stream nicht geschafft habe. Und jetzt will mich dieses Spiel nur... Seid ihr hier? Okay, ihr seid irgendwo da, schätze ich mal. Und das Ding rutscht mir immer weiter nach unten. Ich weiß nicht... wie der liebe Corrupted das bis 2 Uhr morgens geschafft hat. Kamera? Wir werden immer von links getötet, glaube ich. Weil die Tür rechts zu war. Das rutscht immer wieder nach unten. Das habe ich echt ganz schlecht befestigt. Ich habe erstmal 5 Minuten gebraucht, bis ich das Ding hier befestigt habe. Freddy lacht. Hallo. Ah, ich habe was zubekommen. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob es links oder rechts war. Ich schätze mal links. Ich habe gerade ein Licht angemacht, was? Okay, ich werde schon mal besser, merke ich. Hier muss doch irgendwo dann die Tür sein. Ah! Ich glaube, links ist die Tür zu und rechts ist sie auch zu. Ah, wir schieben nur das Ding hier höher. Gucken auf die Kamera. Hallo? Was ist das? Okay, theoretisch gesehen, wenn wir erst sterben, wenn der Strom aus ist, und das ist auch schwer. Boah. Das müsst ihr auch mal unbedingt ausprobieren. Wenn ihr dieses Spiel habt, probiert es aus. Ey, das ist, man hat überhaupt gar kein Gefühl dafür und das ist echt schrecklich. Ich versuche hier gerade irgendwie Foxy zu beobachten. Das sollte man ja in der 5. Nacht schaffen, aber ich kriege echt gar nichts geschissen. Ich habe die gerade Kamera wieder auf, schätze ich mal. Ah, okay. Freddy? Boney? Foxy? Nee, Foxy kann es nicht sein. Enti, bist du da? Beziehungsweise Chica? Nein? Okay. Ich glaube, wir sterben daran. Aber dann kann ich sagen, ich bin weiter als Corrupted gekommen. Erst nur bis 2 Uhr morgens gekommen. Allerdings hat er auch nur einmal probiert. Und ich jetzt bin beim 3. Versuch. Hihi. Freddy, warst du das? Theoretisch gesehen. Okay, das ist irgendwas Schönes. Hab ich wieder die Kamera angemacht oder aus? Ich schätze mal an. Ah, ich hab umgeschaltet. Das war cool. Das ist richtig cool. Okay, jetzt versuche ich irgendwie eine andere Kamera umzuschalten.
Das ist auch total schwer irgendwie zu kommentieren, wenn man so ein Ding auf die Augen hat, ey. Ich muss mich komplett auf mein Gehör verlassen und ja, es wäre echt bitter, wenn ich das in die fünfte Nacht so schaffen würde. Und... ich habe echt gar keine Ahnung, wie viel Prozent wir auch noch haben. Ich schätze mal 30. Mal gucken, ob ich richtig liege, wenn ich dann nachher das schneide. Oh Mann, ich bin so gearscht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tür will ich auch nicht aufmachen. Komm. Als wenn ich die Tür aufbekommen habe. Ich bin ein Oberpro. Okay, Tür ist glaube ich zu, hoffe ich. Hä? Ich glaube, sie ist zu. Hoffentlich haben wir Freddy nicht reingelassen. Das ist ja gruselig. Hallo? Chica? Bonnie? Seid ihr es? Nein? Okay. Ist die Tür offen? Ich hoffe nicht, das wäre gruselig. Okay, das war Freddy. Oder es war... oh oh. Jetzt muss ich mich auf meinen Tod vorbereiten. Entweder war es Freddy oder Bonnie hat irgendwie was geraucht. Was war das denn? Hör auf, an der Fensterscheibe zu klopfen. Ich weiß nicht, wann der Jumpscare kommt. Hallo? Okay. Bring's hinter dir. Bring's hinter dir. Hallo? Okay. Bring's hinter dir. Und ich hab mich trotzdem erschreckt. Oh, meine Augen. Zieht euch mal meinen freshen Schal an. Das soll ich mal öfters machen. Das ist voll bequem so. Okay. Ich habe das jetzt gemacht, die Blight Challenge. Und ich muss zugeben, es ist verdammt schwer. Ich habe jetzt vielleicht 2 oder 3 Mal die Tür betätigen können. Das war's dann aber auch. Auf jeden Fall habt ihr ja eigentlich erwartet, dass heute in der Folge, beziehungsweise heute ein neues Nintendo-Projekt startet, aber ich habe mir gedacht, wieso lasse ich euch nicht die Wahl, was ich als nächstes Projekt mache? Ich habe 3 Auswahlmöglichkeiten, die ihr auswählen könnt. Logisch. Die erste wäre New Super Mario Bros., was ich eigentlich auch starten wollte. Die zweite wäre Outlast Whistleblower, wird eigentlich auch passen, nachdem wir jetzt Outlast so gespielt haben. Oder The Last of Us, worauf ich eigentlich richtig Bock hätte. Denn ich habe mir ein paar Parts von Nintendo angeguckt und ich finde das Spiel mega geil. Auf jeden Fall schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr erstmal mit Five Nights at Freddy's 2 oder 3 sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!